dadurch. Wo zur Hölle willst du hin? Aber hier ist nicht wirklich viel. Du bist angegriffen. Von was? Zombie? Ah, ich hab's nicht vergessen. Sehr schön. Und da liegt so viel... Oh, Buntleitfenster. Da liegt so viel von den Tannenzapfen rum. Ich guck mal, ob wir jetzt welche haben. Aha, Tannenzapfen. Oh. Wie ging das Rezept? Kohle? Nein. Farbe könnten wir mischen. Ziegel. Aber es sind nie die Sachen, die ich gerne hätte. Das ist wirklich der Haken an dem Open-World-Dingens hier, im Sandbox-Modus. Man kann nicht gezielt auf irgendwas hinarbeiten. Man muss einfach wild durch die Gegend klicken und hoffen, dass man... Dich hatten wir schon. Man kann Sachen finden, die man schon hatte. Das macht das Ganze ja noch schwieriger. Okay. Geht der Auftrag da unten, kann weg. Was war das? Ich höre so ein Schnarchgeräusch und das sind nicht unsere Zwerge. Ich weiß, wie unsere... Du bist wach. Du schnarchst nicht. Ihr seid die Grillen. Ihr macht Grillengeräusche. Hier. Ach, der Schatten ist das. Warte mal. Töten. Weg, weg, weg. Oh, Eisen. Flup, flup, flup. Flup. Eisen. Ein rundes Fenster. Oh, es kann gut sein, dass wir so lange die Schriftrollen für Rezepte bekommen, bis wir das Ding selber auch gebaut haben. Zum Beispiel die Holzpfeiler haben wir nie gebaut. Also kriegen wir immer wieder das Rezept oder haben immer wieder die Chance für das Rezept für die Holzpfeile. Es liegt im Bereich des Möglichen. Also baue ich einfach mal ein paar Sachen irgendwo hin. Wo sie auch ansatzweise Sinn machen. So zum Beispiel. Und wo kommt ihr her? Die verpuffen. Da sind neue Goblins. Jungs, wo kommt ihr denn her? Sag doch was, wir werden noch kommen. So, Angriff. Gib ihm. Ja, immer schön einzeln, Zwerge. Da ist gerade einer gestorben. Das wäre nicht gut. Genau, ihr ruht euch aus, wenn ihr angeschlagen seid. Der Rest ab rein da. Was machst du mit deinem Plattenpanzer? Ich bin der beste ausgerüstete Zwerg. Ich muss erstmal Bretter schmieden gehen. So, tot. Wir sind immer noch 8 Zwerge, okay. Und wir können das nicht kaputt machen. Na gut, Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte, aber trotzdem nicht ganz so schön. Zwerg schläft. Geht schlafen, geht schlafen, geht schlafen. Steht in der Höhle rum. Geht schlafen, geht schlafen, schläft. Jo, doppelte Geschwindigkeit. Irgendwo war hier ganz hinten ein Zwerg. Da. Bitteschön. Bin ich nicht ein lieber Zwergenmeister? Ja, bin ich. Die schnarchen alle vor sich hin. Und hatte ich dir nicht befohlen, hier ein Dirt hinzuschmeißen? Geht ja mal gar nicht. Da hätte ich gerne hinten Erde weg. Hinten Erde weg. Erde weg. Boah, schnarchen die. Weg hier. So, derweil suche ich mal. Kohle haben wir. Hallo Schnatterding.
Da sind wieder Zombies in der Höhle. Oh, warte mal, wer hat noch den Feuerballzauber? Nehmen. Wenn ich mir jedenfalls mal merken könnte, wo die Zauber sind. Hier, Feuerball. Öl. Jedes Mal wieder. Oh, Weizenkörner und Stein können es gewesen sein. Weizenkörner? Stein. Nein. Aber es war irgendwas so Einfaches. Das weiß ich noch. Irgendwas, was man zermahlen konnte mit einem Stein. Ich weiß nur nicht mehr was. Wurzeln? Wurzeln und Samen. Können Mehl machen, aber dazu brauchen wir bestimmt eine Mühle. Genau. You need to build a Mühle. Was brauchen wir hierfür? Kohle. Ton. Ziegel. Sehr stabiles Material, um Wände zu errichten. Braucht Küche. So, für die Ziegelwand. Okay. Also, wenn wir jetzt das Öl finden wollen, müssen wir einfach nur ganz viele Sachen kaputt machen. Also weggraben. Das heißt, wir fangen einfach hier an und planieren jetzt die Welt. Auf welche Höhe? Die Höhe hier. Das wäre eine Höhe zu hoch von unserer Tür aus. Aber der Shop ist auf der Höhe und ich denke nicht, dass wir den Shop abbauen können. Nee. Okay, also, das hier alles weg. Portal. Schnecke töten. Das abholzen, das runtergraben. Dich weg, dich weg, dich weg, dich weg, dich weg. Das da auffüllen. Nimm. Genau, das da weg, das da auffüllen. Da gucke ich jetzt auch zu. So, auffüllen. Holt einfach ein Dirt. Und füllt das da auf, bevor wieder was wächst. Keiner ist mehr in seinem Bett. Komm schon. Ein Zwerg, ein Dirt. Tschakka. Tick-tack, 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 tick-tack. Wollen wir noch veräppeln. Ja, wollen sie. Okay, dann halt nicht. Das da weg, das da weg, das da weg. Und das mit den Zelten ist echt komisch. Aber ich denke mal, am nächsten oder übernächsten Patch wird das bestimmt behoben. Außer es ist gewollt, dass immer wieder hier Goblins spawnen. Weiß ja nicht. Oh, da ist das Dirt. Sehr schön. Warte. So. Das kann weg. Das hier kann auch alles weg. Steinsessel. Weg. Nimm. Ja, das können wir später machen. Du baust Bretter, wir brauchen mehr Steine. Sand. Wir brauchen bald echt mehr Stein. So, 34. Nein, stopp. Immer hinten anfangen. Hinten Erde. Auch wenn jetzt schon vorgeschlagen wurde, dass ich eigentlich hinten lieber dieses Terrakotta-Zeug machen sollte. Und ey, er ist richtig happy. Bringst du etwa auch Deko? Unsere Steinwand? Nö. Trotzdem ist er happy und wir haben keine Deko-Sachen gebaut. Das ist sehr komisch. Aber na gut, lassen wir ihn happy sein. Da habe ich absolut kein Problem mit. Setze Erde. Erde. Sehr gut. Ihr seid fleißig am Arbeiten, kriegt ein Portal. Das kann weg. Tok, 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 das kann weg.
Mine haben wir gerade. Was machst du da? Außer Schaden nehmen offensichtlich. Ja, unsere Minen sind sehr weitläufig inzwischen. Bring das da mal um. Ich glaube, der kommt hier gar nicht raus. Genau, hier ist gar kein Ausgang. Da, bitteschön. So, und jetzt raus. Geh raus. Da. Genau, raus. Okay, komm. So, befreien. Stahl. Wir brauchen Stahl. So. Stahl. 28 Stück. Das müsste für alle Waffen und ein, zwei Rüstungen reichen. Oh, und Essen nachfüllen. Die Werkstatt wollten wir auch noch bauen. Werkstatt. Großer Tisch. Stein, Sand, Holz. So, wo kommt denn meine Werkstatt hin? Passt das hier irgendwo so daneben? Ja, oh, die ist ganz schön klein. Okay. Ja, das sieht cool aus. Flup. Überall fallen die Barren runter. Und die Werkstatt ist fertig. Das heißt, wir können jetzt tolle Sachen bauen, wie zum Beispiel das da. So. Tada! Ein komisches Ding. Wenn es denn hergestellt ist. Ich wette, das passt nicht zu dem Terrakotta-Stuckzeug. Mal gucken wir mal. Es dauert ganz schön lang dafür, dass es zweifach Geschwindigkeit ist. Oh, in 4 Minuten 30 kommt die nächste Welle, die stärker sein könnte als die letzte. Oder lassen wir uns mal überraschen. Das muss weg. Tisch mit Tuch. Ein guter Tisch mit einem schönen, sauberen Tuch da drauf. Unter der Erde bei Zwergen. Aber na gut. Unter der Erde heißt nicht unbedingt gleich dreckig. Aber trotzdem. Dass die Zwerge so viel Wert auf ein Tischtuch legen. Das kann alles weg, das kann weg. Und ich kriege doch von der Seite ein paar davon. Bitteschön. Und ein Portal für schneller wegkommen. Und Schneckentotam. Das da darf auch noch weg. Du darfst auch noch tot. Dekozeug. Genau, wir wollten euch einfach mal irgendwo hinstellen und gucken, was passiert. Wo bist du? Oh, ist das komische Dekozeug? Im Lager und keiner will es anpacken. Das ist schon eher zwergisch. Komm schon, Dekozeug hat gerade Priorität. Wir wollen gucken, wie das aussieht auf dem Terrakotta-Stuckzeug. Ha. Huh. Schön ist was anderes, aber es geht. Er freut sich ein Keks. Na gut, geht nicht verloren, sowas müssen wir später gucken. Hinten Erde ersetzen. Die sind alle schön am Klopfen, das ist gut. Wir brauchen jetzt aber echt Steine. Also Stein, nicht anderer Stein. Also fangen wir mal hier an. Hauen das alles weg. Oh, und in einer Minute nicht mal. Kommen die Wellen. Und kaputt gemacht. Nein. Genau, weg. Alles weg. Schnell einsacken, bevor die bösen Männer kommen. Befehler aufheben. Rundes Buntglasfenster. Ja, und raus hier. Ab nach Hause. Macht hier irgendwas Sinnvolles. Wie zum Beispiel die Wand ersetzen. So. Portal ist da. Wo auch immer. Ah, da ist das Portal.
Okay.